Ja, und da bin ich auch schon wieder. Es geht weiter auf der Suche nach der dritten Lord's Dragon Head. Nach dem dritten Lord's Dragon Head. Ich denke mal, ich habe immer Maske im Kopf, wegen diesen ozeanischen Masken, die man in Tinnos bei Tomb Raider 3 suchen muss. Naja, egal. So, hier handelt es sich um eine Tür. Das ist nicht schwer zu erkennen. Irgendwo war hier auch mal ein Block. Aber hier ist es auch nicht. Oder verwechsel ich was? So, schon die erste Frage wieder. Wie geht's weiter? Ist das hier ein Block? Nö. Ach, hier. Oh Mann, bin ich da jetzt echt dran vorbeigelaufen? Okay. Und eine Fallluke. Klasse. Das machen wir nochmal, um zu gucken, ob wir ein Secret verpasst haben. Ist ja ganz logisch, oder? Also, nochmal hier hin. Ist das wirklich kein Block? Nö. Schade. Und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Da ist auch nichts. Ich glaube, hier war nichts. Und dann können wir hochklettern. Juhu. Eine schöne Leiter in einem schönen Level. Boah, die ist ja hoch. Eine sehr hohe Leiter. Ja. Und ich bin müde. Aber das macht nichts. Weil müde ist eine ganz normale menschliche Sache. Jeder Mensch ist mal müde, ne? Ja. Ich gehe dann auch ins Bett bald. So, speichern. Und mal runter gucken, ob es irgendwie einen Gang gibt, wo wir reinhobbeln können. Aber das ist auch nicht die Möglichkeit. Das heißt, wir gehen ganz normal weiter. Und Lara hat sogar die Fackel weggeschmissen. Es ist einfach ein toller Tag heute. Aber die Moskitos brauche ich nicht unbedingt. Die ich jetzt hier schon wieder höre. Ich erinnere mich sehr an diesen Raum. Nö. Ich erinnere mich an den Raum und der ist gar nicht so schlimm. Kann ich jetzt wirklich sagen, der ist echt okay. Aber jetzt warten wir erstmal auf das Moskitoviech. Und ich schieße jetzt mal mit der Schrotflinte Sturm. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Aber guckt mal, die hat jetzt nur zwei Schuss gebraucht. Das liegt daran, weil wir die aus dem Nahkampf abgeschossen haben. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal gezeigt habe. Man kann bei der Schrotflinte schneller schießen, wenn man ganz oft STRG hintereinander drückt. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Warte. Vorführeffekt. Klappt nicht so ganz. Nö, klappt nicht. Aber bei der Desert Eagle klappt das. Da könnt ihr es mal ausprobieren. Ganz oft STRG hintereinander drücken. Seht ihr das? Das ist cool, gell? Laden. So, weil das normale Tempo ist ja so. Und wenn man es mal eilig hat. Gell? Cool, ne? Aber bei der Schrotflinte geht das nicht, weil Lara so lang nachladen muss. Die kommt nicht in die Pötte, die Frau. Schlimm mit der Frau, echt. So, das ist eine bröckelige Platte, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Lara, also in die Pötte kommen. Guck mal, wenn Lara tot ist, leuchten auch keine Fackeln mehr. Die Fackel hat nichts hell gemacht, weil Lara gestorben ist. Also wenn Lara stirbt, stirbt die Fackel mit. Die Fackel ist wirklich ein Teil von Lara Croft. Ich merke es immer wieder. So, und jetzt leuchtet sie nämlich. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir hier nicht schon wieder erschlagen werden. Deswegen lasse ich mich hier runter. Gut, das hat geklappt, auch wenn dieser eine Brocken da so komisch rumschwebt, aber das ist halt typisch. Und dann springen wir nach darüber. Auch hier bröckelt es wahrscheinlich wieder. Nicht? War ja irgendwie klar. Wenn ich schon mal was weiß, ne, ist es falsch. Seht 94, ich bin beleidigt. Und darüber. Das hat Lara nicht geschafft. Das war zu weit. Und hoppa. Und hoppla. Das hat mich jetzt sehr an SpongeBob erinnert. So, speichern. Und dahin.
und speichern. Oh. Ich speichere mal auf einer anderen Stelle, weil ich glaube, ich wäre normal gestorben. Seht ihr das? Dass ich das überlebt habe. Normal hätte ich jetzt gespeichert und hätte alles nochmal neu machen dürfen. Aber ich habe es überlebt. Das war Glück. Das war wirklich Glück. So, aber bevor wir jetzt runtergehen, gehe ich jetzt mal hoch. Ne? Weil runterkommen wir, glaube ich... Oder ich gehe jetzt mal runter. Weil ich weiß nicht, ob wir nochmal runterkommen. Also hier ist der Rückweg nach oben. Der aber später, glaube ich, nicht mehr passierbar ist. Weil das hier einstürzt oder so. Deswegen gucke ich jetzt hier schon mal, ob hier irgendwas los ist. Ob hier irgendwas abgeht oder so. Aber ich glaube nicht. Ne. Lara, ich will mal da hoch und gucken. Oh, sie ist sogar mal stehen geblieben. Nur ich glaube, hier gibt es noch nicht viel zu holen. Das heißt, wir klettern wieder ganz normal hoch. Nach oben, die Leiter hoch. Speichern. Und darüber. Hui, so. Und dann geht's wieder hoch. Ihr seht auch übrigens, dass dieser Weg, also dieser Raum hier, ja, Gestein sein soll und bröcklich und Felsen und so. Das seht ihr nämlich an diesem Symbol da rechts an der Wand. Das ist so ein Gebirge. Und daran erkennt man, glaube ich, dieses Stein. Also das soll halt für den Stein stehen hier und das ist halt dieser Steingang. Ich glaube, das gibt es bei Tomb Raider 3 Tinnas auch. Und jetzt? Jetzt frage ich mich, hä? Irgendwie ist die Tür zu. Und ich frage mich, warum ist die Tür zu? Und deswegen muss ich hier nochmal runter und sterben. Hä? Wieso ist die Tür verschlossen? Beziehungsweise, wie geht die auf? Ah, ich hab's verstanden. Ich muss von hier... Hui. Doch nicht. Doch nicht, ich muss hier leider runterklettern. Ich hätte noch nicht hochgemusst. Zack, zack, zack. Och, Lara. Jetzt aber. Jetzt aber echt langsam gut. Was? Die hält sich unten nicht mehr fest? Lara. Das ist eine Leiter, da kann man sich dran festhalten, ne? Dann mache ich das halt langsam, damit du auch in die hinterher kommst. So. Und hier muss ich nämlich jetzt, glaube ich, hoch. Andere Stelle speichern. So, und jetzt? Mir hat das jetzt auch nicht so gebracht, oder? So unsichtbare Plattformmäßig ist auch nichts drin. Ich sehe keine. Ich springe jetzt mal in jede Richtung und suche nach einer unsichtbaren Plattform. Nö. Hier vielleicht? Nö. Hä? Also wartet mal. Ne, wir kamen von da oben, oder? Wir kamen gar nicht von da. Oh Mann. Ich bin schon wieder verwirrt. Wir müssen hier hoch. Diese Leiter hoch. Oh Mann. Ich habe gedacht, da kommen wir her oder so. Und es regt mich auf, dass Lara überall abrutschen muss. Dass man nirgendwo gescheit mal hochlaufen kann. Aber jetzt macht's es. So, und an die Leiter. Und hoch mit uns. Ich hab's kapiert. Und ich glaube, wir kommen dann auch schon unserem Lord's Dragon Head näher. Dem dritten schon. Ist das nicht die Wucht? Ich wechsle nur schon mal die Waffen. Damit Lara eine schöne MP am Rücken hat. Und nicht so Schlätschrotflint. Okay. Aha. Zwei Schuss reichen. Seht ihr das? So, und dann nehmen wir die Fackel wieder mit. Die hält sogar noch 12 ganze Sekunden. Und da liegen auch schon wieder welche. Nehmen wir natürlich gerne mit. Und schauen weiter. Und nächstes Viech. Und auch das hat es nicht überlebt, weil Lara Croft dem Viech einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So, und hier ist nämlich auch schon unsere nächste Todesszene von Lara Croft.
Nein, ich wollte sagen, hier ist unsere nächste Dragon Head. Und jetzt ist nämlich das Problem, dass irgendwie im Hauptraum alles zusammengestürzt ist und wir hier wieder rauskommen müssen. Und ich glaube, das wackelt jetzt die ganze Zeit so. Also durch mit uns. Ach genau, wenn ihr jetzt mal guckt, haben wir nämlich jetzt hier Lava an dem Raum. Und diese Lava finde ich wieder gut gemacht. Weil die logisch aussieht. Die andere dünnflüssige finde ich blöd. So, und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass hier über uns nichts einstürzt. Und genau das ist der Fall. Ich habe es mir schon gedacht. Also immer gucken, Strategie ausdenken. Am besten vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Und tot. Wenn die Strategie nicht geklappt hat, durchsprinten. Hat auch nicht geklappt. Ganz am Rand langrennen. Hat geklappt. Man muss halt immer ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren. Auch das hat geklappt. Hier kracht gerade nichts ein und hier haben wir schon das Problem von Lava. Und die Lava, finde ich, sieht echt geil aus. Und das ist der Tod von Lara Croft. Ist ja irgendwie auch nichts Neues, ne? Lara stirbt. Und hier müsst ihr langspringen, weil hier die Decke höher ist. So. Fackel. Und? Das war klar. Wir sprinten wieder auf der linken Seite lang. Das hat nicht gut geklappt. Ich würde sagen, das hat gut geklappt, aber es hat nicht gut geklappt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Ihr müsst so richtig schön in die Wand dabei reinlaufen. Dann klappt das nämlich auch. Das hier ist keine Tür, ne? Das sah irgendwie so aus wie eine Tür. Da habe ich mich verguckt. Speichern. Oh, laden. Und zack, ab in die Lava. Und wenn Lara schon tot ist, brennt sie nicht mehr. Genauso ein Phänomen. Und jetzt hier. Gehen. Haben wir das nicht überlebt? Haben wir nicht überlebt. Ja. Wie kann man das hier am besten machen? Tja, das ist jetzt halt so eine Sache, ne? Gut, dann mache ich das Ganze jetzt mal so. Auch nicht geklappt. Dann springe ich da jetzt mal irgendwie durch. Oh, das war nicht geplant. Ihr habt es auch gesehen, dass Lara gestorben ist. Also kann der Plan nicht aufgegangen sein. Das hat geklappt. Man muss halt wirklich ein bisschen probieren. Dann klappt es schon. So, und jetzt wieder runter mit uns. Und jetzt müssen wir uns halt irgendwie den richtigen Weg wieder zurückfriemeln. Und das ist nicht ganz so einfach. So. Das war natürlich blöd. So, runter mit uns. Speichern. Und laden. Und jetzt können wir, glaube ich, hier langhangeln an der Seite. Oder wie war denn das? Jetzt muss ich mir erst nochmal einen Überblick verschaffen. Da können wir, glaube ich, auch langhangeln. Hier drüben. Aber da muss die Lara den Sprung besser nehmen. Und das macht sie ja ungerne. So, genau. Und jetzt können wir, glaube ich, rüberhangeln. Mal schauen. Und ihr seht auch schon, wie das wackelt, ne? Also wenn man jetzt wirklich ein großes Problem mit dem Ruckeln hat von Aufnahmen her, dann kann man diese Stelle mal ganz gechillt spielen. Dann merkt man das Ruckeln nicht mehr. Aber das wackelt schon echt extrem. Volle Erdbeben, ne? Na gut, die Erde hat sich gespalten. Ihr seht, Lava ist rausgekommen. Aber ich finde, es sieht schon irgendwie cool aus. Sieht zwar ein bisschen starr aus, aber besser als dieses dünnflüssige Zeug. Laden. Und nochmal. Und hoch mit uns. Jawohl. So, und dann haben wir jetzt unseren Weg eigentlich wieder zurück. Der ist ziemlich klar. Einfach hier hochspringen. Nach hier oben. Was natürlich jetzt auch klar auf der Hand liegt, ist, dass wir oben jetzt durch die Tür können. Sonst wäre die ja nicht da.
Die ist wahrscheinlich durch das Ruckeln irgendwie aufgegangen. Speichern. Und was ich auch cool gemacht finde, ist dieser rote Schein an der Lara. Seht ihr das? Also es sieht wirklich aus, dass es hier ziemlich heiß drin ist. Weil Lara halt total rot angeleuchtet wird. Da sieht man mal richtig, wie heiß das hier drin ist. Finde ich cool gemacht. Muss ich echt sagen. Und dann geht sie wieder hoch. Und das ist dann wahrscheinlich schon wieder der Ausgang. Und dann haben wir es gepackt. Die dritte Lord's Dragon Head. Speichern. Und hört's Ruckeln gleich auf. Jawohl. Tür geht zu, Ruckeln hört auf. Hier oben ist kein Secret drin, das heißt, wir können weitergehen. Und auch hier ist kein Secret drin. Ja, dann hätten wir das auch geschafft. Den dritten Gang. Und dann fehlt nur noch einer. Der allerletzte Gang. Nummer 4. Zur vierten Lord's Dragon Head. Ich sag immer zur vierten, weil ich die Maske im Kopf habe. Und das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Mit der Maske. So. Dann sehen wir uns auch hier wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.